Willkommen zurück im Zentran Tanadan und so wie ich das beendet habe, das Spiel mit den Empfehlungen, ja, bin ich wieder aufgetaucht. Was ist denn das? Ach, das sind die Kommando, die ich vorher gemacht habe. Die sind doch im westlichen Tanalan. Tun wir mal weg, ist wahrscheinlich schon veraltet. Aber das Bestiarium, da kann ich ein bisschen was machen. Hier muss ich eh dann die Sel aufspüren. Was haben wir noch? Gehen wir mal ein bisschen minus. Ich suche die Klaue. Ah. Hier wäre dann auch das, wo ich das Bestiarium dann vervollständigen muss. Gut, dann liegt das alles schön auf dem Weg. Nochmal Empfehlungen. Tatsächlich kommt dasselbe. Vielleicht wurde es ja wirklich aufgefrischt. Schließen. Dann halt, ist das wieder die falsche Richtung. Wir gehen natürlich jetzt zum Hauptquest, machen wir weiter. Mr. Magica. Oh, Schokoladensirup, das ist ja ein cooler Name. Finde sie? Stark. Ja, das hat auch was, die Farbe. So dunkel-lila in den Haaren. Das gefällt mir auch ganz gut. Da haben wir ja dich. Hallo. Seseli, das ist ein I dahinter noch. Kann ich vielleicht erkennen auf diesem Bildschirm mit dieser Einstellung? Ich müsste echt mal HDMI spielen. Okay, ich muss jetzt den Schokowurm wahrscheinlich ein bisschen. Ja, ich muss ihm ein bisschen. Wie nennt sich das? Helfen halt. Ach so, nee, sie hilft dem Chocobo. Also, sie kümmert sich selbst um das Bein. Und ich muss statt ihr jetzt den Brief zu Leofric bringen. Gut, und das ist dann hier oben. Sehr fein, da gehen wir dann auch jetzt gleich hin. Irgendwas mache ich falsch. Hier ist ja dieser Riesen. Muss ich links rum, genau. Weil da so diesen Steinberg in der Nähe, in der Mitte ist. Schaue ich bloß, weil hier dann wirklich auch keine Freibriefe oder sowas sind. Vielleicht direkt in Ulda. Trotzdem schaue ich mal durch die Stadt durch, ob sich irgendwas verändert hat hier. Obwohl das ja mehr so ein kleiner Posten ist. Dieser Bahnhof. Finde ich interessant, dass es da immer so kleinere Vororte gibt oder eben so kleine Sachen, aber ja, klar. Hier ist nichts mit. Sandwich! Was hast du an? Du bist komplett in rosa, das ist cool. Cool. Ich brauche noch so einen Button an meinen Controller, wo ich dann ganz schnell so cool eingib und dann ihm das gezeigt wird. Ein Brief für dich von Fufuluper. Ups, jetzt bleiben ganz viele weitere Quests. Oder die werden jetzt halt freigeschalten. Amalberga.
Aha. Ja, da kümmere ich mich drum. Oh, hier ein kranker Freund. Und der Hauptquest. Und ein paar Räuber muss ich dingfest machen. Gerne, du hast auch noch was für mich. Na, gerne, gerne. Nur her damit mit den echt guten, gut vergüteten Aufträgen. Der Schinken, also Ham sucht jemanden, der. Ah, der heißt nur noch mit abgezogen Ham. Hä? Ja, ich kann natürlich gerne einen Brief für dich überbringen. Mit dem habe ich angefangen mit Bring und Geb und Aufträge. Ich muss hier hin, ich muss hier hoch, ich muss. Halt, falsche Richtung. Ich schau mal zu dem Fade darunter. Obwohl, das ist so weit weg. So, jetzt bin ich die Klaue. Hier muss ich was tun, hier oben muss ich was tun. Den Brief schaue ich nachher, wo der hin muss. Halt, der muss. Dahin. Ja, das mache ich alles nachher. Jetzt gehe ich erst einmal hier entlang. Das sind lauter friedliche Sachen. Dann kann ich dann auch gut mal so erkunden, was es hier denn alles so gibt, weil hier war ich noch gar nicht. Hey, ich dachte, du bist friedlich. Aber ihr seid eh nicht ganz dick. Ich bin Stufe 16, Leute. Monster. Au. Ich gleich. Ah, schon wieder so was Ekliges. Wie du mich anschaust. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen. Nicht mehr so ein Lied. Tschüss. Boah, da ist ja diesen Ding. Das kann ja nur ein Fade sein. Cool. Ich misch mit. Mit allem, was ich hab. Das Ding hat auch gelbe Augen, von Glück. Tada! Dieser Auftrag wäre jetzt komplett. Ja, wäre jetzt doch nur einfach. Angriffslustig.
haben wir Wasser. Denkt sie, ich kann da reinfallen oder ist da wieder Sperre? Da ist eine Sperre. Schade, ich wäre so gern schwimmen gegangen, auch wenn ich nicht mehr rausgekommen wäre. Aber hier gibt es wirklich nur 3 Ameisensoldaten. Lass mich doch in Ruhe. Nirgends kann man in Ruhe die Aussicht genießen. Hey, das sieht doch toll aus. Hoffentlich gehen nicht alle auf mich los dann. Gut. Die Ameise die folgt mir auf jeden Fall nicht mehr. Ich hatte mehr so an dieser Truppe gedreht. Wollt ihr mir zugucken, wie ich euren Freund kaputt mache? Hey, ihr müsst ihn aber schon ein bisschen dann verteidigen. Oder geht's ja auf einen zu, wenn ihr jemanden seht? Na, jetzt bewegen sie sich nicht. Doch, die gehen tatsächlich leise an mir vorbei. Süße Teile. Was liegt denn da am Boden? Hast du mich jetzt erschreckt, du Hybrid? Mädchen. Aber von diesen Kakteen gibt es hier noch eine ganze Menge. Bitte nicht alle auf mich losgehen, das würde jetzt eine ziemliche Katastrophe sein. Und hier liegt noch ein Fass. Oh je, ich muss jetzt halt wieder gegen Menschen in der Hinsicht kämpfen. Oh, ich bin schon Stufe gestiegen. Cool. Ja, Moment, ich bin schon Stufe. Auch kaputt machen. Tut mir so leid. Und dann muss ich allgemein 3 kaputt machen.
Das trifft sich gut, weil ich gerade im Bestiarium nachgucken wollte, was genau ich da jetzt noch machen muss von dem. Routine. Dann nehme ich dich jetzt mal noch. Dann haben wir das auch. Jetzt brauche ich bloß noch so ein Malachit. Nein, Malachit war das nicht, aber so ein. Das hier brauche ich. Und jetzt gehe ich, weil ich nicht noch mehr von euch kaputt machen will. Irgendwie habe ich das jetzt verpasst. Wo muss ich denn dahin? Okay, schätzungsweise ist es wohl innen drin. Ich möchte dir aber was geben. Das war ein Brief. Auch wenn du beschäftigt bist. Boah, jetzt kann ich wieder viel abgeben. Erstmal für dich. Deine drei Gegenstände. Da kann ich wieder das aussuchen. Boah. Da kriege ich diesen coolen Baumwoll-Turban. Den will ich. Was kriege ich von dir? Ein Juchleder Lendenschutz. Eigentlich brauche ich mir hier nie was kaufen, weil ich das ja alles so gleich kriege, ne? Passt auch super zu Krieger. Stärke plus 2 hatte ich vorher auch. Gut, wie sehe ich jetzt aus? Cool. Ich dachte, der wäre weiß. Dieser Turban, aber grün passt auch ganz gut zu diesen Haaren. Naja. Ja. Der Lendenschutz, der macht mich natürlich mal wieder oberbeinfrei, aber.
So, weiter geht's mit Hauptquest. Ja, ich bin zurück. Und weiter geht's. Natürlich, ein Bodengang. Für dich doch gern. Auch immer interessant. Zuerst wird gefragt, hey, willst du ihn annehmen? Und danach hintenrum erklärt, ach ja, du musst das und das machen und beachten und so. And so on. So, wohin muss ich jetzt? Ins westliche Tarnalan muss ich wieder. Ja, wäre ja auch was ganz was Neues, wenn ich mal wo neu, also wenn ich wo Neues wirklich hinkommen würde. Dann nehme ich doch die Rückführung. Und tatsächlich, hier muss ich hin. Der antike Dolch für dich. Wie geht es weiter? Gut, ich kann nach den Kameraden gucken. Besser muss ich mit Totaruna sprechen. Das sind meine Guildies. Cool, das sind neue Quests für mich bereit. Oh, das finde ich stark. Wie sieht's mit meinen... Am Charakter sieht man das, oder? Ja, das ist alles ziemlich gut repariert. Oh, ich habe über 10.000 Gil. Cool. Nur was wollte ich gucken. Bestiarium. Was mich demnächst dann erwartet. Da habe ich jetzt alles. Im östlichen Tarnalan. Oje, da muss ich jetzt wahrscheinlich dann bald hin. Und hier noch das westliche kurz mal. Und zwar ist es im westlichen Tal der Spuren auch da unten. Ja, vielleicht kann ich ja schon welche kaputt machen. Vielleicht auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Was machst du denn an so einem gefährlichen Ort? Oh, ist das schön, wie sich da die Sonne da spiegelt im Wasser. Das ist... Die Sonne, die gerade nicht da ist, aber das ist wirklich cool. Hey, darf ich mich auch zu euch stellen? Wow, neues Schild. Cool. So, Nebenquest Auftrag angenommen. Und natürlich auch von Nunu Zoho. Den Hauptquest. Weitermachen. Jetzt schaue ich mal, was ich da für ein cooles Schild bekommen habe. Hey, lauter neue Sachen gibt's hier. Sieht aus wie eine Ofenplatte, aber es passt. Ich muss Orobohnen erledigen. 6 Stück.
Vielleicht kriege ich da eine neue, also eine Guck, eine neue Waffe wäre echt gigantisch. Den will ich. Nein, den. So, die erledige ich noch und dann geht's weiter. Da sind noch einige. Ich brauche echt übelst lang, bis ich so Gegner kaputt gemacht habe. Auch wenn jetzt ja gut Stufe 12, ich bin 5 Stufen drüber. Dennoch, ich glaube, ich sollte mir echt mal eine neue Waffe zulegen. Weil mit der kämpfe ich hier schon seit Stufe klein rum. Fertig. Ja, doch, da kriege ich eine Waffe. Boah, die sind zwei besser. Da wäre ich blöd, wenn ich jetzt das Geld nehmen würde. Da kriege ich auch eine coole Tamaraturgen Zweihandwaffe. Oder für die Faustkämpfer. Stark. Wie sieht die aus? Ja, das hat schon ein bisschen mehr Stil, so ein Schwert. Cool. Ja, das taugt mir. Ups. Gut.